Die Stadt braucht dich. Bringe die regionale Wirtschaft zum Erblühen und sorge so dafür, dass deine Stadt einen regelrechten Boom erlebt. Dein logistisches Geschick ist der stärkste Wirtschaftsmotor weit und breit. In diesem Tutorial versorgst du eine Stadt mit Gütern. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Folge Twinspot Fever Tutorial. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Geschehen. Die Stadt braucht dich. Bringe die regionale Wirtschaft zum Erblühen und sorge so dafür, dass deine Stadt einen regelrechten Boom erlebt. Dein logistisches Geschick. Ist der stärkste Wirtschaftsmotor. Die Bewohner der Stadt haben noch andere Bedürfnisse, als sich bloß herumkutschieren zu lassen. Die Stadt braucht Güter für Gewerbe- und Industriebetriebe. Diese lassen die Stadt zusätzlich wachsen. Zeit, die Wirtschaft anzukurbeln. Okay, wir starten. Schaffe Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten. Werde zum Wirtschaftsmotor der Region. Es gibt eine ganze Reihe an Gütern. Sechs davon sind sogenannte Endprodukte, die in die Stadt geliefert werden können. Okay. Betriebe, welche die Güter für den Endverbrauch in der Stadt produzieren, befinden sich außerhalb der Städte. Hier zum Beispiel ist eine Fabrik, die Baumaterial herstellt. Baumaterial ist eines der Endprodukte, die von der Stadt verbraucht werden und als Rohstoff Stein benötigen, um hergestellt werden zu können. Okay. Stein wird in einem Steinbruch abgebaut. Der Steinbruch benötigt keine Güter, um zu funktionieren und bildet somit den Anfang der Produktionskette. Der Steinbruch hat bereits mit der Produktion von Stein begonnen und legt die Güter in seinem Ausgangslager ab. Dein Ziel ist es, diese Waren zur Fabrik für Baumaterialien zu liefern. Okay. Der Steinbruch braucht Abnehmer. Sorge dafür, dass der produzierte Stein seinen Weg in die Baumaterialfabrik findet. Denn Baumaterial ist in einer wachsenden Stadt immer gefragt. Baue jeweils einen Güterbahnhof im roten und grünen Bereich. Ich würde aber hier mit Endbahnhöfen arbeiten wollen. So. Und dann hier noch einen hin. Na, er will nicht. So. Die Bahnhöfe sind errichtet. Nun steht dem Rollen der Steine nichts mehr im Wege, außer vielleicht ein unebenes Terrain. Nichts, das sich nicht mit Geld lösen ließe, wobei es sich doch lohnt, seine Strecke sorgfältig zu planen. Verbinde die Güterbahnhöfe mit Gleisen. So, wir wollen natürlich immer 120 erreichen, damit die Güter auch schnellstmöglich transportiert werden. Ah, das sind jetzt nicht ganz 120, aber das geht auch. Schon bald können wir den Stein auf seine Reise schicken. Zum Glück ist so ein Stein weit weniger anspruchsvoll als ein Pendler. Erstelle eine Linie und füge die Güterbahnhöfe hinzu. Gut, Güterbahnhöfe. Nun wird noch ein Güterzug benötigt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um Fahrzeuge zu kaufen. Ja, das kennen wir ja schon. Wähle das Depot für Züge aus dem Baumenü und baue es in den Geldmarkt. Nun benötigst du einen Zug, der die Steine vom Steinbruch zur Fabrik liefern kann. Klicke auf das Depot und wähle Zug kaufen. Und kaufe eine Lokomotive und zusätzlich 5 Schüttgutwaggons. Achte darauf, dass die Waggons Steine laden können. Ja. Eine Lokomotive und mindestens 5 Schüttgutwaggons. Na, dann nehmen wir doch mal die hier. Steine. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Los geht die Fahrt. Weise den Zug der Linie zu. Hervorragend. Der Zug macht sich auf den Weg, um die erste Ladung Stein abzuholen. In der Zwischenzeit kannst du den Steinbruch und die Fabrik für Baumaterialien anklicken, um mehr über die Produktion zu erfahren. Produktion 0.
Linienbenutzung? Nein, noch nicht. Dürfte sich aber bald ändern. Komm, die tackern wir mal hier an den Rand. So. Da fährt er unser schöner kleiner Zug. Mit. Einer durchaus guten Geschwindigkeit. Die Bahnhöfe sind an die Straße angeschlossen. Er hat jetzt auch Linienbenutzung, ja. Was hat denn der aktuell so im Lager? So. Aber der ist doch auf Automatik, ne? Eigentlich ja. So. Sehr gut. Die erste Lieferung Stein ist bei der Fabrik eingetroffen. Die Fabrik beginnt nun mit der Umwandlung von Stein in Baumaterialien. Dazu werden Steine aus dem Eingangslager genommen und im Ausgangslager. Das Lager der Fabrik füllt sich, richtet zum Abtransport der Baumaterialien eine LKW-Linie in die Stadt ein. Baue je eine LKW-Station in den farbig markierten Bereichen. Okay. Ah. Gut. Gut, dass wir so nah an der Strecke gebaut haben. Nein. Ist es noch in Ordnung, wenn ich das hier hinten mache? Jetzt fehlt nur noch ein passendes Straßenfahrzeug für den Transport in die Stadt. Errichte als nächstes ein Depot. Depots werden benötigt, um LKWs zu kaufen. Ja, das wissen wir. Wähle das Depot für Straßenfahrzeuge aus dem Baumenü und baue es in den gelb markierten Bereich. So. Fast geschafft. Das Wirtschaftswunder ist in greifbarer Nähe. Nur noch ein paar wenige logistische Kniffe und die Stadt wird mit Baumaterial versorgt. Der LKW muss jetzt noch einer Linie zugewiesen werden. Du kannst die Linie wie vorher über den Linienmanager einrichten und den LKW dann zuweisen. Alternativ ist es auch möglich, direkt eine neue Linie für eben gekaufte Fahrzeuge zu erstellen. Gratulation! Die Stadt bekommt bald ihre erste Güterlieferung. So. Der Aufschwung kann beginnen. Ah, komm, dann wollen wir noch die Bonusaufgabe machen. Dass mindestens 10% des Bedarfs der Stadt an Baumaterialien gedeckt sind. Das könnte man hinbekommen. Die Frage ist, brauchen wir dazu vielleicht einen zweiten Zug? Wie sieht es denn mittlerweile aus? Komm, wir kaufen noch ein Straßenfahrzeug. Komm, wir gehen auf 3 Straßenfahrzeuge.
Ach, schon geschafft. Okay. Dann wollen wir damit ins Hauptmenü zurückkehren. Ah, wir haben das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Hup, 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 hup. Okay, wir haben geheiratet mit Transport Fever. Ja, damit würde ich sagen, war es das fürs Tutorial. Und wir sehen uns in der ersten Folge vom Sandbox oder von der Karriere. Je nachdem, wie ihr wollt. Ich denke mal, wir starten dann jetzt mal damit. Und ja, bis dahin und bye bye.